Willkommen heute hier in der Garanja zum, naja, gerade zweiten Teil unserer kleinen Zeitzeugenbefragung zum Thema Leben mit der Wismut. Und heute auf meinem Sofa, ich nenne das mal mein Sofa, der Thilo Witzel, den ich eigentlich, oder ich kenne dich eigentlich immer von sämtlichen Wismut-Veranstaltungen, immer in deiner Uniform. Und vielleicht kannst du eingangs kurz oder auch lang, wie du möchtest, beschreiben oder erzählen, wann du angefangen hast bei der Wismut, in zu welcher Zeit du gearbeitet hast und was du gearbeitet hast. Das ist vielleicht ein ganz guter Einstieg. Angefangen habe ich, das weiß ich noch sehr genau, das war der 1.9.1974, weil der 1.9. der Beginn der Lehre war zu DDR-Zeiten. Und ich bin am 3.9.1974 das erste Mal eingefahren. Und habe dann 2 Jahre lang bei der Wismut Hauer gelernt und habe dann auch als Hauer gearbeitet, unterbrochen durch die Armeezeit, und habe dann wieder im selben Betrieb, in derselben Brigade angefangen zu arbeiten, hatte dann aber einen Unfall und musste aus der Hauerbrigade raus und habe dann im Bereich der Grubenhilfsbetriebe bis Ende 1989 gearbeitet, unter Tage, sodass ich doch eine gewisse Berufserfahrung unter Tage mitbringe. Was ist diese Grubenhilfs? Das ist alles das, was die Hauerbrigade braucht, um entsprechend Abbau oder Vortrieb zu machen. Das bedeutet also Rekonstruktion, das bedeutet Vorbereitung, Wasserhaltung, das bedeutet Belüftung und alles das, was dazugehört, sind die sogenannten Grubenhilfsbetriebe. Und wie... Oder woher kam die Entscheidung bei der Wismut, dort die Lehre anzufangen? Oder bist du da familiär bedingt? Es ist ja auch immer so ein, man bemerkt ja, dass das mehrere Generationen eigentlich vereint. Mein Vater war bei der Wismut. Für mich war Wismut also in dem Sinne nicht fremd. Mein Vater war auch nicht lange bei der Wismut, er war bloß 3-4 Jahre, ganz am Anfang, Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre dabei. Aber Wismut, ich komme nicht von Gera, ich habe nur durch die Wismut in Gera eine Wohnung gekriegt. Ich habe ursprünglich in Zeitz gewohnt. Aber Zeitz gehörte noch zum Einzugsbereich des Ronneburger Revieres, sodass auch von Zeitz Busse gefahren sind und die Wismut eigentlich im täglichen Sprachgebrauch war. Und nun kam zudem auch ein Blick dazu, dass Wismut natürlich überdurchschnittlich bezahlt hat, das war bekannt. Und es kam dazu, dass Wismut auch im Bereich von allgemeinen Sozialleistungen und hier insbesondere die Bereitstellung von Wohnraum absolut bevorrangig war. Und es war klar, dass man, wenn man irgendwo mal eine Wohnung braucht, und das war Anfang, Mitte der 70er Jahre, das sah die Situation völlig anders aus wie jetzt, dass die Chance über die Wismut eine Wohnung zu kriegen viel, viel höher sind wie im normalen, zugewiesenen, geschlossenen Wohnungsmarkt der DDR. Das ist interessant, wir hatten beim letzten Mal irgendwie auch das Thema von, ja, ich nenne das jetzt mal Privilegien oder ja, es ist euch dann in bestimmten Bereichen irgendwie einfacher gemacht worden manchmal. Die Wismut war ein Betrieb, der eine hohe strategische Bedeutung hatte, zumindest in den Anfangsjahren, die nahm dann später an. Die Wismut hat Uran produziert für die Sowjets. Und hat ganz wesentlich dazu beigetragen, das amerikanische Atombombenmonopol zu brechen, sodass die Bedeutung der Wismut entsprechend hoch war. Und das hat sich auch darin ausgedrückt, dass in Anführungsstrichen Privilegien für die Mitarbeiter vorherrschend waren. Das Gegenstück dazu war natürlich, dass jeder wusste, dass die Wismut keine Zuckerbäckerei ist und dass es dort zum Teil sehr ungünstige Arbeitsbedingungen gegeben hat. Es war Bergbau eine sehr schwere Arbeit, sodass in einem bestimmten Umfang das möglicherweise gerechtfertigt war. Aber nur möglicherweise, denn wenn ich meine Kumpels angucke, die anfangs ja noch in der Steinkohle, im Kupferschiefer oder im Kali gearbeitet haben, die haben sicherlich eine ähnlich schwere Arbeit gehabt, Kupferschiefer noch viel, viel schwerer, aber die hatten halt diese Privilegien nur bedingt oder gar nicht und haben auch nicht das Geld verdient, der Wismut. Und würdest du so im Nachhinein, also du hast ja gerade schon angesprochen, dass das schon in einer gewissen Weise gerechtfertigt ist, aber würde man
um das jetzt mal provokant zu formulieren, vielleicht auch sagen, dass man, also der Begriff ist schon mal gefallen, auch in anderen Interviews, die ich geführt habe, dass man halt gelockt wurde damit, dass man eigentlich so ein bisschen, ja, dass es so als Locko, als Lockmittel gedient hat, dass man für was gearbeitet hat, wo man sagt, okay, das ist zwar gefährlich, und das ist, aber das Risiko gehe ich ein, weil ich habe einen besseren Lebensstandard dadurch. Und ja, natürlich. Und da braucht man nicht zu diskutieren. Und natürlich ist Bergmann einer der Berufe, die intensiv sich mit ihrer eigenen Tätigkeit auseinandersetzen und beschäftigen und die auch dazu stehen. Aber ich kenne niemanden, der eingefahren ist, weil er so gerne Bergmann war. Ich kenne nur Leute, die eingefahren sind, weil sie vernünftig Geld verdienen wollten. Und weil sie eine Wohnung gebraucht haben und. Also das ist der Grund, nicht weil es so schön ist, Bergmann zu sein. Okay. Das ist sehr interessant, ne? Also finde ich ja, dass wenn man von einer sozialistischen Idee ausgeht und von also dem Kapital als Feindbild, ist das ja schon, widerspricht sich das Ganze natürlich in einer gewissen Weise, ne? Also wir haben auch mal diesen Begriff von Gier gehabt oder so. Also es wird auf einmal, also es wird ganz schnell, finde ich, beim Thema Wismut immer gleich relativ schnell moralisch, ne? Man fragt immer nach so einer bestimmten Moral. Also ich mache etwas für, also wie viel waren es, 200.000 Tonnen oder so, die an Uran zu den Sowjets gekommen sind? Und also fühlte man sich vielleicht auch benutzt? Also wenn das mal ganz konkret, also auch bei einer Moral. Wir haben bei der Wismut den geflügelten Spruch gehabt, das bisschen Uran, was wir für die Kernkraftwerke brauchen, das kratzen wir mit dem Helm raus, da müssen wir nicht mehr schießen. Also es war sich schon jeder bewusst, dass es um die entsprechenden sowjetischen Atombomben ging. Aber hat man sich dann benutzt gefühlt eigentlich? Weil man ja, also es ist ja auch eine gewisse Reparationsleistung nach dem Krieg gewesen, zu sagen, okay, das geht jetzt alles, also in den Anfangsjahren war das ja eine reine Reparationsleistung nach dem Krieg. Und aber dass man, also es ist jetzt von mir aus auch nur eine Draufsicht oder wie ich das, oder wo ich mich immer wiederum stoße, dass ich denke, muss man sich nicht benutzt gefühlt haben, für etwas zu arbeiten, wo man natürlich gewisse Privilegien bekommen hat oder einen besseren Lebensstandard hatte, aber für eine Sache, die also ja weltpolitisch einfach viel gefährlicher war, als man, weißt du, was ich meine? Wir bewegen uns hier auf einem sehr stark politischen Feld und wir bewegen uns hier in einem sehr starken moralischen Feld. Und das ist schwierig, damit umzugehen, ja, weil das immer subjektive Empfindungen und Erscheinungen sind. Und ich möchte vor einem warnen, Entwicklungen, die vor 30, 40 oder 50 Jahren gewesen sind, mit den jetzigen Erkenntnissen und mit den jetzigen Maßstäben zu messen. Man hat sich angewöhnt, Geschichte vom Ergebnis her zu beurteilen und nicht aus der Zeit zu beurteilen, in der die Ereignisse tatsächlich stattgefunden haben. Genau, deswegen frage ich ja. Weil du bist ja dann einer derjenigen, der... Nein, ich habe mich nicht benutzt gefühlt. Und es war im Übrigen jeden seine eigene Entscheidung, zumindest ab Ende der 50er, 60er Jahre, zur Wismut zu gehen oder nicht. Der Weg stand, soweit die gesundheitlichen Voraussetzungen gegeben waren, jeden offen. Es konnte sich jeder dort bewerben und konnte jeder dort arbeiten, der wollte. So, und wir haben uns bewusst, oder ich habe mich bewusst dafür entschieden. Und soll ich dann im Nachhinein sagen, ich habe mich benutzt gefühlt? Nee, also muss man nicht. Das ist ja, war nur eine provokante Frage, dass ich sage, also das ist nur eine... das ist nur ein... Also wenn man, da hast du schon recht, man sieht ja Geschichte immer aus... Also man betrachtet das ja immer rückblickend. Haben wir letzte Woche auch im Interview so diese Frage, dass man halt sagt, okay, liegt mir fern, irgendwas zu verurteilen oder so. Mir geht es so darum, dass man das irgendwie so auch mit dem heutigen Erkenntnisstand über Atomenergie oder überhaupt Uran, dass man das auch, also es gibt ganz viele Leute, die das auch kritisch betrachten, ihre Zeit und dort und unter den Umständen, die sie gearbeitet haben und wofür vor allen Dingen. Und das, darum geht es mir eigentlich nur, dass man so... dass man darüber ins Gespräch kommt. Ich gehöre zum Bergbauverein Ronneburg und wir betreiben in Ronneburg eine Untertage-Ausstellung, die auch regelmäßig besucht wird. Wir haben so gut 3.500 Besucher im Jahr. Das sind vergleichbare Zahlen der Gera-Museen. Und
ich mache dort sehr viele Führungen mit und bin dort auch sehr mit eingespannt mit all dem, was ringsherum passiert. Und ich erlebe regelmäßig, wie die Leute, die unter Tage gearbeitet haben, die länger unter Tage gearbeitet haben, die bei der Wismut sind, wenn die durchs Museum gehen, wie dort eine alte Zeit in Erinnerung gerufen wird und wie viele anfangen, von ihrer Wismutzeit zu schwärmen und auf einmal sich in diese Zeit zurückversetzt fühlen. Nun bin ich mir natürlich bewusst, dass nicht jeder der 200.000 Beschäftigten oder der zum Schluss noch 40.000 Beschäftigten dort im Museum aufschlagen und sich die Untertageausstellung angucken. Das wäre auch vermessen, sowas zu wünschen. Aber diejenigen, die dorthin kommen, die stehen zu ihrer Arbeit. Und ich habe auch noch nicht erlebt, dass sich jemand schämt, für die Sowjets gearbeitet zu haben oder sonst wo. Das habe ich bisher dort unten noch nicht erlebt, wobei ich sicherlich einräumen kann, dass diejenigen dann wahrscheinlich dort noch nicht hinkommen werden. Wahrscheinlich nicht. Das ist so eine, kommt da schon viel Nostalgie auf? Und bei vielen ja. Bei vielen ja. Und ich sage immer, wer länger wie 5 Jahre im Bergbau gearbeitet hat, wer also die Anfangsphase durch hat und wer sich mit den Bedingungen unter Tage auf Dauer angefreundet hat, der ist Bergmann auf Lebenszeit. Das kriegst du aus den Leuten noch nicht mehr raus. Und wenn es dazu kommen soll, es liegen noch 60.000 Tonnen erkundete Vorräte, dass die tatsächlich noch abgebaut werden sollten, dann sind, soweit es gesundheitlich noch möglich ist, alle diejenigen, die lange genug unter Tage waren, mit der Gewehr bei Fuß und fangen sofort wieder an. Das ist so. Das aber nicht, aus meiner Sicht nicht bloß bei den Wismut-Bergleuten so, das ist bei Bergleuten insgesamt so. Das ist eine besondere Verbindung zum Beruf, hängt aus meiner Sicht damit zusammen, dass man sehr an äußeren Bedingungen und Natur hängt. Das ist im Bergbau so, das ist bei der christlichen Seefahrt so, das ist bei der, im Fluchsport, Fluchwesen so. Das sind also Berufe, Hobbys, Beziehungen, die eine ganz besondere Verbindung zu dem jeweiligen Medium herstellen. Und du hast als Hauer angefangen zu arbeiten. Und was ist dann passiert? Du hast vorhin einen Unfall angesprochen, der dann es verhindert hat, dass du weiter als Hauer irgendwie arbeiten konntest. Ich habe einen Förderunfall gehabt. Also ich bin beim Fördern im Streckenvortrieb ins Gleis reingekommen. Und zwischen Hund und Hemmschuh, damit hat es einen Unterschenkelbruch gegeben, einen komplizierten. Und das hat dann dazu geführt, dass ich nicht mehr auf Maschinen mit Ganzkörpervibrationen durfte. Das war der Ausgangspunkt für die Entscheidung, raus aus der Hauergruppe und weitermachen im Hilfsbetrieb. Wobei das zu DDR-Zeiten ja über einen entsprechenden Paragraphen im Arbeitsgesetzbuch, ganz berüchtigt, 98 hieß der, kennen Sie alle, hat dazu geführt, dass ich, so lange wie ich bei der Wismut war, meinen Lohnausgleich zum Hauergehalt gekriegt habe und insofern finanziell entsprechend gut gestellt worden. Und sind zu deiner Zeit, also Unfälle regelmäßig passiert oder ist das, oder weil wir auch viele Leute darüber sprechen, dass die Unfälle meistens Selbstverschuldung sind, so? Also war das so aus deiner Sicht eher so wirklich ein blöder Unfall, der hätte fast gar nicht passieren können? Oder ist das was, wo man sagt, okay, das bringt der Beruf halt einfach mit sich, dass sowas passieren kann? Erstmal grundsätzlich ist die letzte Aussage richtig. Wer unter Tage einfährt, muss damit rechnen, dass ihm was passiert. Und wer das nicht kann oder wer das nicht akzeptieren will, sollte nicht nach Untertage gehen. Aber das ist genauso. Jeder Berufskraftfahrer weiß, dass er in Unfälle verwickelt werden kann. Wir haben im Ronneburger Revier 20.000 Beschäftigte gehabt und alleine aus dieser statistischen Zahl heraus ergibt sich die entsprechende Anzahl von Unfällen. Dann muss man auch einsehen, natürlich, jeder Unfall hat seine Ursachen. Im Wesentlichen waren die Unfallursachen bedingt durch Hektik, meinetwegen auch durch den Begriff Gier, weil Leistung bezahlt wurde. Die Techniken und Technologien waren so aufgeschrieben, dass im Endeffekt Unfälle weitestgehend ausgeschlossen waren. Aber man hat halt ganz bewusst unter Tage auch im Vorortbetrieb Entscheidungen getroffen, die gegen diese Technik, gegen diese Technologie gelaufen sind, die natürlich mit Risiken verbunden waren. Die Wismut
ist hier aus meiner Sicht nicht anders zu bewerten wie andere Großbetriebe bzw. andere Betriebe im Bergbau auch. Wahrscheinlich hat es nicht viel mehr, statistisch gesehen nicht viel mehr Unfälle und auch tödliche Unfälle gegeben. Was wir Gott sei Dank im Ronneburger Revier nicht hatten, waren größere Massenunfälle. Die Wismut hat ein großes Havarieereignis gehabt, das war Grubenbrand in Schlema mit wohl 33 Toten. Das ist aber die einzige größere Geschichte, die mir bekannt ist und die im Endeffekt auch zu entsprechenden Auswertungen geführt hat. Es gab mitunter Unfälle, wo zwei oder maximal zwei Beteiligte dabei waren oder drei Beteiligte. Das war es, aber Direktmassenunfälle gab es nicht. Und mit dem Risiko muss man schlicht und ergreifend leben. Und man weiß in vielen Fällen auch, wenn man gegen Technik und Technologie verstößt, wo die Risiken liegen und wie man damit umgehen muss. In dem Zusammenhang taucht immer wieder der Begriff der Gummischaufel auf. Die Gummischaufel war nichts anderes wie der 2 Zoll Luftschlauch mit 5 Atmosphären Überdruck, der benutzt worden ist, um die Großgeräte zu fahren. Wenn bestimmte Massen liegen geblieben sind, an denen man mit diesen Geräten nicht rangekommen ist, dann hat man diesen Luftschlauch genommen und hat die Massen weggeblasen. Das hat die gesamte Wismut so gemacht. Das hat jeder in der Wismut gewusst, vom ersten Hilfsarbeiter bis zum letzten Hilfsarbeiter bis einschließlich Generaldirektion, Betriebsdirektoren. Alle haben sie gesagt, es ist verboten. Alter, dieser enorme, das schießt dann so raus, oder? Ja. Muss man sich das vorstellen? In dem Augenblick, wo so ein Schlauch sich löst und anfängt frei zu schlagen, das hat man ja mitunter schon gesehen, wenn die dann wieder schlangen, dann sind diese 2-Zoll-Schläuche absolut tödlich. Natürlich ist das mit Risiko verbunden, natürlich ist das mit sehr viel Krach verbunden, natürlich ist das mit sehr viel Dreck verbunden, alles klar, aber es ist hocheffektiv. Und es ist auch grundsätzlich nur in der Mittel- und Nachtschicht gemacht worden, weil da diejenigen, die für Sicherheit verantwortlich sind, nicht mehr da waren. Ja, ja, welch Zufall, ja. Welch Zufall. Und die Steiger, die im Endeffekt ja zum Teil auch aus den Hauergruppen kamen, kannten das Geschäft. Und sind entweder, wenn sie sowas gesehen haben, gar nicht erst gekommen oder haben einfach Luft zugedreht und ihren Auftrag geschrieben und sind wieder gegangen, alles da gewesen. So war es einfach. Das ist ein ganz typisches Beispiel für Wismutgeschichte, die wahrscheinlich in keinerlei schriftlichen Überlieferung vorhanden ist. Und es gibt sicherlich noch mehr solche Sachen, wo schriftliche Überlieferungen zu dem Thema Wismut überhaupt nicht vorhanden sind, wo ganz einfache Berufserfahrungen oder Ausführung von bestimmten Tätigkeiten durch Erfahrungen mit dem, was offiziell gesagt, gelehrt und sonst was wurde, überhaupt nicht in Übereinklang stehen. Aber ich glaube, dass sich da die Wismut tatsächlich nicht von also kann ich mir vorstellen, dass es in anderen Berufsklassen und irgendwo in anderen Großbetrieben da ähnliche Maßnahmen wiederum auf deren Gebieten gab, wo man gesagt hat, okay, wir arbeiten jetzt einfach so und so, auch wenn das eigentlich verboten ist, oder? Ich glaube, da ist die Wismut halt nur irgendwann so nach der Wende in so eine große Kritik gekommen. Auch also was so, natürlich geht es da viel um Strahlenschutz oder halt nicht Strahlenschutz. Und, die Wismut ist aus meiner Sicht im Wesentlichen dadurch in Kritik gekommen, weil alle die umweltrelevanten Daten natürlich von Anfang an unter Verschluss gehalten worden sind. Da war die Wismut zu DDR-Zeiten keine Ausnahme. Umweltrelevante Daten sind im Wesentlichen unter Verschluss gehalten worden. Aber bei der Wismut hat man das auf die Spitze getrieben, sodass nicht mal diejenigen, die unmittelbar damit zu tun hatten, Daten kannten. Das hat natürlich von Anfang an zu einem erhöhten Misstrauen geführt. Und natürlich ist das Thema Strahlenbelastung ein hochsensibles Thema, weil auch geringste Strahlenbelastung statistisch gesehen zu entsprechenden körperlichen Schäden führen. Es gibt also keine unbedenkliche Strahlung. Es gibt bloß Strahlungen, die mit einer statistischen Wahrscheinlichkeit gegen Null versehen sind, dass was passiert. Das sind also die Schwierigkeiten, mit denen man umzugehen hat und mit denen man umgehen muss. Und es kommt noch ein Punkt dazu. Strahlung, man sieht sie nicht, man riecht sie nicht, man schmeckt sie nicht. Und es ist sehr einfach, das Thema Strahlenbelastung zu verdrängen. Ja. Würdest du sagen, dass du in den 70ern, als du angefangen hast, darüber sehr gut aufgeklärt wurdest? Oder hast du das eher so von älteren Kollegen mitbekommen? Oder wie,
Oder war dir das durch deinen Vater schon irgendwie bewusst, dass es das, dass man da mit, ich sage es mal, mit einer erhöhten, das ist ja, das unterscheidet sich dann doch von anderen Betrieben, mit einer erhöhten oder in einer erhöhten Gefahrenzone, nenne ich das jetzt mal, irgendwie eintritt? Also das war mir bewusst und jeder, der halbwegs normal denken kann und eine Schule besucht hat, denen muss klar sein, dass Uranbergbau mit Strahlenbelastung verbunden ist. Also soweit sollte der normale Menschenverstand schon von Anfang an reichen. Über Details war es schwierig und im Detail aufgeklärt worden oder informiert worden, das ist vielleicht ein richtiger Ausdruck, sind wir auch eigentlich nur am Rande. Wir kannten Grenzwerte, die eingehalten werden mussten, aber das waren Zahlenwerte, die physikalisch, technisch nur bedingt untersetzt waren und eigentlich durfte man nicht mal die erfahren. Aber wir haben die Hintergründe und Zusammenhänge natürlich gewusst und gekannt und jetzt, insbesondere nach der Wende, hat sich natürlich jeder, der Interesse daran hatte, damit auseinandersetzen können. Und natürlich haben wir auch gewusst, dass die Anfangsjahre von der Strahlenbelastung her eine ganz andere Qualität hatten, wie das, was dann später ab den 60er Jahren hier auch im Ronneburger Revier an Strahlenbelastung und Problemen bestand. Und natürlich hat jeder, der sich bloß ein bisschen mit Bergbaugeschichte beschäftigt hat, den Begriff Schneeberger Krankheit gekannt und hat unmittelbar gewusst, hat Agricola schon beschrieben, 16. Jahrhundert, wie das sich auswirkt und dass die in einer bestimmten Größenordnung zwingend tödlich endet. Das ist alles bekannt gewesen. Das ist so, also mich würde, also wenn, aber das ist ja, sind wir wieder dabei, dass man so auf Geschichte zurückblickt und drauf guckt und so, aber das ist schon sowas, wo, was für mich ganz schwierig einhergeht eben, wenn ich solche Dinge weiß und dann trotzdem. Es tut nicht weh, es schmeckt nicht, es riecht nicht, um deswegen ist, Geld zu verdienen. So, und ich sage noch eins dazu, ab dem Zeitpunkt, den ich überblicken kann, Anfang Mitte der 70er Jahre, sind die größten Strahlenbelastungen dadurch entstanden bei der Untertagebelegschaft, dass man sich ganz bewusst entschieden hat, bestimmte gegen Vorschriften gehende Tätigkeiten zu unternehmen oder wegzulassen. Ich will das näher erläutern. Die wesentlichste Strahlenbelastung im Uranerzbergbau geht vom Radon aus. Das ist ein Edelgas, bindet sich an Staub und zerfällt dann in der Lunge. Mit den entsprechenden Auswirkungen, dieses Edelgas ist der Ausgangspunkt oder im Wesentlichen der Ausgangspunkt für die Schneeberger Krankheit. Kann ich nur dadurch bekämpfen, verhindern, beseitigen, dass ich mit sehr viel frischer Luft verdünne und abführe. Die Wismut hat dann festgelegt, 90 Kubikmeter pro Minute und pro belegten Betriebspunkt. Der Erzbergbau hat ursprünglich von 4 bis 5 Kubikmetern gesprochen. Man hat also die Luftmenge, die zur Verfügung gestellt worden ist, maximal erhöht. Wenn allerdings dann der letzte Ventilator vor Ort ausgeschalten wird, weil er Krach macht und weil es kühl ist, dann sind diejenigen, die dann die Strahlenbelastung sich selber nach oben treiben, doch irgendwo in einer ganz komischen Situation. Aber man hat es gemacht, weil es eben unangenehm war, wenn der letzte Fendi läuft. Und wenn also dieser letzte ausgefallen ist, dann sind jetzt nicht mehr 90 Kubikmeter, sondern wie viel waren das dann? Keine Ahnung, das hat ja nie jemand gemessen. Es hat ja nie jemand gemessen, was passiert, wenn jemand gegen Vorschriften verstößt. Okay, verstehe. Ja, das ist so, ja. Das ist einerseits natürlich ein Eigenverschulden. Aber du wolltest noch irgendwie, du wolltest noch anknüpfen? Ja, aber ich will den Bogen ein bisschen weiterspannen. Rauchen. Jeder Raucher weiß, welchen Risiko er sich aussetzt. Und das Risiko des Rauchens ist wahrscheinlich höher zu bewerten, wie das der Strahlenbelastung im Bergbau. Wie viele rauchen noch? Und wie viele haben geraucht? Wie sind diejenigen zu werten gegenüber denjenigen, die im Bergbau den letzten Fendi ausgeschaltet haben? Das Leben ist bunt. Ja, ich merke das auch, dass es, also, wenn man sich dann mit der Wismut beschäftigt, dass es extrem ambivalent ist und so vielschichtig. Und gleichzeitig ist es ja trotzdem ein staatlicher Betrieb gewesen, der ganz.
Es war eine sowjetisch-deutsche Aktiengesellschaft. Okay, gut, ja, Im Unterschied zu der DDR-Volkswirtschaft war es eine sowjetisch-deutsche Aktiengesellschaft, eingetragen in Moskau mit einer Zweigniederlassung in Aue, das war der Anfang. Also doch was doch anderes, und das hat sich auch zum Beispiel niedergeschlagen, dass die Wismut nicht mit der TGL, also der Ostdeutschen DIN, gearbeitet hat, sondern mit dem KSW. Dieses KSW beinhaltet nichts anderes wie das Kombinatsstandard Wismut. Man hat also auch dort Wert auf eine gewisse Eigenständigkeit gelegt. Nichtsdestotrotz ist es ein Betrieb, der also vorsätzlich oder mit Wissen Arbeiter engagiert, die nicht zu 100% über Risiken aufgeklärt hat. Und ich sage jetzt, ich nenne jetzt mal den Begriff, du kannst mich gleich korrigieren, und also eventuell eine gewisse Form von Bestechung an den Tag gelegt, indem ich sage, okay, du arbeitest hier und bekommst aber dafür das und das und bekommst da und da den höheren Lebensstandard. Das ist manchmal so, das ist das, was ich so, was bei mir, also wo ich mich oft stoße, glaube ich, an dieser Thematik, dass man einen Betrieb hat, der wissentlich Menschen arbeiten lässt unter, und das haben wir ja heute in anderen Ländern genauso, ne? Also der wissentlich Leute in einen Gefahren- und Risikobereich gibt und sie nicht eingehend oder genauestens darüber informiert. Ich weiß nicht, vielleicht ist das letzte Woche auch schon mal so angedeutet, ob es denn auch so ein bisschen, weil du auch sagtest, man hat das weder gerochen noch gesehen und so, dass es dahingehend irgendwie eine gewisse Form von, ich sage jetzt mal, Überheblichkeit gibt oder eine gewisse Form von Unterschätzung der Lage. Aber dennoch ist es ein Betrieb, der wissentlich und vorsätzlich Leute beschäftigt und die nicht über Gefahren 100% aufklärt. Wenn ich Geschichte vom Ergebnis her betrachte, ist das die richtige Meinung. Wenn ich Geschichte aus der Zeit des Geschehens betrachte, sieht das völlig anders aus. Wie sieht es, also? Es hat zu dem Zeitpunkt, Ende der 40er Jahre, weltweit niemanden gegeben, der sich intensiv mit dem Thema Strahlenbelastung auseinandergesetzt hat. Ich erinnere daran, dass es zum Beispiel nach der Entdeckung der Radioaktivität Zahnpasta gegeben hat, die mit Radium versetzt war, weil das so gesund war. Man musste also sehr, sehr vorsichtig umgehen. Und es gab so eine extreme Welle, wo alles Mögliche, es auch an Kosmetik, ja, und Salben und so, ja, gab, und das als extremes. Das war aber die erste Zeit, das, ja, ist noch, das ist wahrscheinlich eher 20er Jahre einzuordnen. Ja, dann gab es eine Zeit, in der Kernenergie der Heilsbringer war. Ich erinnere daran, Franz Josef Strauß war Atomminister der Bundesrepublik Deutschland, und es gibt in der Bundesrepublik Deutschland einen Erzfrachter, das ist die Otto Hahn, die war mit einem Atommeiler versehen zum Antrieb. Man hat also das Thema Umgang mit Strahlenbelastung und Umgang mit Kernkraft völlig anders gesehen wie heute. Man war der Meinung, Kernkraft ist der Heilsbringer der Zukunft. Und so insgesamt hat man das Thema auch gesehen, behandelt und gewertet. Aber es gab ein paar Sachen, ich komme zurück zur Wismut, die bei der Wismut gang und gäbe war und die auch von Alten auf Jungen übergegangen sind. Diejenigen, die unter Tage gegessen haben zum Beispiel. Wirst du niemanden gefunden haben, der sein Essen mit der Hand angefasst hat. Wurde Papier genommen. Unter Tage klares Wasser. Es wäre niemand auf den Gedanken gekommen, das zu trinken. Weil es natürlich mit allen möglichen belastet war. Nicht bloß Radioaktivität, sondern nur Schwermetalle. Also das sind solche Sachen, die im Bergbau von Generation zu Generation weitergegeben worden sind. Und vielleicht jetzt noch einmal global. Auch die Amerikaner haben natürlich Uran abgebaut. Die haben ihre Indianer dafür benutzt und die haben Strahlenbelastung abgekriegt, da war die Wismut wahrscheinlich dagegen noch ein Luftkurort. Aber man muss auch das Gegenstück sehen, es gibt eine bergpolizeiliche Verordnung von Dresden,
die dürfte wohl aus 1939 oder 40 sein, die entsprechende Grenzwerte für Radon schon festlegt, weil man sich zu dem Zeitpunkt schon intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt hat, aber nicht wegen Uranbergbau, sondern wegen Radiumbergbau. Man hat Radium eine Zeit lang als strategischen Rohstoff in Joachimsthal gefördert und auf dieses Fördergebiet bezieht sich das. Da war ja Joachimsthal zugehörig zum Deutschen Reich und ist betreut worden von Dresden. Also jeder, der sich nur annähernd mit dem Thema beschäftigen wollte und die Zugangsmöglichkeiten hatte, und das war ja nun nicht jeder Hauer Untertage, konnte natürlich wissen, worum es geht. Das war klar. Es hat auch Ärzte gegeben, die in der Anfangszeit der Wismut vor dem Thema Strahlenbelastung gewarnt haben, insbesondere im Erzgebirge, die ja mit dem Thema Bergbau und Schneebergerkrankheit noch vertraut waren. Soweit wie ich es weiß, hat sich auch das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands mit dem Thema beschäftigt. Man hat dort runtergewiegelt und es hat auch eine Delegation gegeben, die in das Wismutgebiet einreisen wollte, sich mit dem Thema beschäftigen wollte. Die Russen haben sie einfach abgefertigt und haben sie wieder nach Hause geschickt, haben sie nicht reingelassen. Also es waren doch schon ein paar Besonderheiten, die, wenn man sich näher mit dem Thema beschäftigt, dort, schon interessant sind. So, ich selber mit dem Beginn in den 70er Jahren habe die entsprechenden Zeiten der hohen Strahlenbelastung nicht mehr erlebt. Das waren diejenigen, die in den 40er und 50er Jahren im Erzgebirge, im Gangerzbergbau gearbeitet haben, die trocken gebohrt haben, die noch mit sehr, sehr wenig Wettermenge gearbeitet haben. Aber mit denen kann man sich über solche Themen mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr unterhalten. Das ist jetzt schon ewig her. Selbst unter natürlichen Bedingungen wären da kaum noch welche da, aber sie sind auch wirklich in großem Umfang an entsprechenden, an der Schneeberger Krankheit, Lungenkrebs, Staublunge, alles was dazugehört, oder unter diesen Oberbegriff gestorben. Wir haben nach wie vor noch bei der Wismut die entsprechenden Untersuchungen. Wir werden also alle Untertage Beschäftigten regelmäßig entsprechend untersucht. Und insofern sind wir nach wie vor in Behandlung. Nur körperlich. Aber natürlich gibt es noch Risiken und natürlich gibt es auch noch Neuzugänge von anerkannten Berufskrankheiten im Bereich Strahlung. Aber das dürfte so, ich weiß nicht, wie die letzten Zahlen sind, aber die dürften jetzt weit unter 200 liegen im Jahr. Aber da könnte man mit der Berufsgenossenschaft, die haben da... Ja, ich hatte auch einen Interviewpartner gehabt, der auch tatsächlich aber relativ viel Probleme dann auch hatte, das als... Also der hatte eine Untersuchung gehabt und die Ärztin hat sofort eigentlich darauf hingewiesen, also was haben Sie gearbeitet, und sofort auf eine Berufskrankheit hingewiesen. Und es ist dann trotzdem mit der Genossenschaft und auch mit der Krankenkasse und der Versicherung trotzdem schwer gewesen, für den das tatsächlich durchzubringen und dass das noch im Nachhinein vor allen Dingen anerkannt wird. So. Erstmal ist es natürlich schwierig, den unmittelbaren kausalen Zusammenhang zwischen Wismuttätigkeit und Krebs nachzuweisen. Welche Versicherung möchte das auch? Ja, welche Versicherung möchte das? Und genauso ist es schwierig, zumindest in den Anfangsjahren, die Strahlenbelastung nachzuweisen. Statistiken, Daten dafür sind nicht vorhanden. Das ging erst später los. Und in der Wismut ist es so gewesen, dass die Strahlenbelastung an jedem Ort, in dem gearbeitet wurde, einmal im Monat kontrolliert worden ist. Und jeder beschäftigte Untertage wurde seinen Arbeitsort mitnotiert, sodass man über die entsprechende Ortsdosimetrie, also die entsprechende Radioaktivität an dem Ort, wo die gearbeitet haben, entsprechend nachvollziehen konnte, wie hoch die Belastung ist. Aber das sind alles nur Anhaltswerte. Das ist also schwierig. So, und wenn der letzte Fendi ausgeschaltet war, ich komme auf den Ausgangspunkt zurück, dann ist wahrscheinlich die Belastung um ein Vielfaches nach oben gegangen. So ist es einfach. Ja. Und wenn sowas regelmäßig passiert ist und wenn ich sowas regelmäßig mache, da komme ich natürlich in eine radioaktive Belastung rein, die wesentlich höher ist, wie das, was vor Ort angegeben ist. Und damit entstehen dann solche komischen Geschichten, die schwierig sind. Im Allgemeinen tut sich die Berufsgenossenschaft so schwer damit nicht. Wobei Wismut ja nicht bloß Strahlenbelastung ist. Wismut sind Gelenkschäden durchs Bohren oder durchs Arbeiten mit Presslufwerkzeugen. Wismut ist Gehörschaden. Wismut ist Wirbelsäulenschaden durch die Schwere der Arbeit. Also alles das gehört im Endeffekt in diesen Bereich mit rein. Sind wir hier? Ja, hier ist Krach.
sind wir mitten auf der Baustelle hier in der Garania. Ja, das ist, also es ist total schwierig, und aber das habe ich auch schon oft wieder festgestellt, dass man eben, also es bringt auch gar nichts, da irgendwas zu verurteilen oder zu bewerten oder irgend sowas. Aber das ist schon eine sehr abgefahrene Zeit gewesen so. Also auch also rein weltpolitisch betrachtet. Und dann ist auf einmal die Wismut halt so ein kleiner Bestandteil, wo sich aber solche Sachen total veräußern. Ne? Also diese ganze Kalte Krieg-Diskussion und... An der Wismut kann man viele Entwicklungen, exemplarische Entwicklungen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts festmachen. Und die spiegeln sich dort sehr deutlich wieder. Und das geht so weit, dass bis einschließlich Gorbatschow mit der neuen Politik vom Gorbatschow ja schon die ersten Anfänge da waren, die Wismutproduktion massiv nach unten zu fahren. Was viele einfach ausblenden, nicht wissen oder nicht wissen wollen, ist, dass es ja schon 89 lange vor der Wende Beschlüsse gab, die Wismutproduktion nach unten zu fahren. Und es gab auch schon entsprechende Festlegungen, wie damit umzugehen ist. Ich will bloß daran erinnern, dass der Nahrungs- und Genussmittelmaschinenbau nach Bärwalde kommen sollte. Das war alles schon soweit durch. Ich will daran erinnern, dass hier unterhalb von Gera im Elstertal in Kaschwitz, dass im Dolomitbergbau Leute unter Tage mit eingesetzt werden sollten. Das war ja schon alles soweit klar. Und es war auch klar, dass die Wismutproduktion auf diesem Level auf Dauer nicht aufrechterhalten werden kann und nicht aufrechterhalten wird. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass man sich zu dem Zeitpunkt DDR schon mit den Maßnahmen der Sanierung und Rekultivierung vertraut gemacht hat, weil die natürlich bei laufendem Bergbaubetrieb viel, viel schwieriger sind, wie mit der Einstellung des Betriebes und der systematischen Räumung des Untertage-Grubengebäudes und dann der übertägigen Grubenbau. Das ist natürlich viel einfacher, wenn Untertage niemand mehr ist. Und ich will auch noch auf eins hinweisen, viele wissen es, der eine oder andere wird es nicht wissen, die Franzosen produzieren ja, was weiß ich, 70% ihrer Elektroenergie mit Kernkraftwerken. Und die Franzosen waren 1990 bei der Wismut unterwegs und haben zumindest die neueren Schächte betrachtet, ob sie für die Produktion von Uran weiter in Frage kommen. Das ist aber aufgrund von ökonomischen Kennziffern negativ beschieden worden. Die Lagerstätte Ronneburg ist eine Lagerstätte, die aus meiner Sicht wirtschaftlich im internationalen Vergleich nicht ökonomisch sinnvoll abgebaut werden kann. Es gibt vergleichbare Lagerstätten weltweit, im südlichen Afrika unten gibt es Lagerstätten. Dort wird die Produktion mit den Mitteln durchgeführt, die wir hier mit den 150 Tonnen Kippern zur Sanierung gemacht haben. Also völlig an der Realität vorbei, dass man mit diesem Bergbau hier dann hätte auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig sein können. In Kanada werden Lagerstätten abgebaut, die im zweistelligen Prozentbereich Uran beinhalten. Das, was hier in Seligenstädt in den Aufbereitungsbetrieb angeliefert worden ist, war durchschnittlich 0,08%. Also es gibt auch ökonomische Zwänge, die dort eine ganz große Rolle spielen. Allerdings muss ich nochmal zurückkommen, die Anfangsjahre, Uran war als strategischer Rohstoff auf dem Weltmarkt nicht zu erhalten. Und insofern haben die Sowjets nach jedem Kilo und nach jeder Tonne Uran gegriffen, die sie in den 40er Jahren erreichen konnten. Okay. Ja, da sind auf einmal natürlich dann Zahlen, ne, die ein ganz anderes Verhältnis aufmachen und eine ganz andere Dimension auf einmal. Was hier natürlich, also jetzt rein geologisch gesehen, wären vergleichbare Bestände überhaupt in der Region da, also vergleichbar wie halt in Kanada oder in, oder also weil, ich meine, unsere Landschaftsstruktur oder unsere, wir haben ja überall Städte, wir haben ja überall Dörfer und also da, wenn man davon ausgeht, sind natürlich die Landflächen in Kanada oder in Südafrika viel größer, wo man geologisch oder wo man überhaupt einfach abbauen kann. Wir sind halt hier kann. Unter den Besonderheiten. In Ronneburg ist unter der Stadt unmittelbar unten drunter abgebaut worden. Das ist sicherlich in den Gebieten, die gerade erwähnt worden sind, völlig undenkbar. Und da sind die nächsten Städte sehr weit weg. Und auch das, was dort an Sanierungsaufwendungen nach dem Bergbau getroffen wird, ist meines Wissens nach tendiert dort gegen null. Und man fängt jetzt erst an, so langsam drüber nachzudenken,
wie man mit den Hinterlassenschaften des Uranbergbaus umgeht, im Übrigen auch die Flächen, die da im Bereich Kaukasus, ehemalige UdSSR, wo abgebaut worden ist, da wird auch zwischenzeitlich angefangen zu sanieren. Aber da ist natürlich viel, viel schwieriger, mit Geld oder die Mittel bereitzustellen, die da erforderlich wären. Aber auch dort wird entsprechend gearbeitet. Und dort muss auch zukünftig gearbeitet werden. Jetzt mal ganz, wann hast du aufgehört? Also direkt 89 so zur Wende oder hast du noch die Sanierung so in den Anfang der 90er Jahre so begleitet? Nein. Ich habe schon im Dezember 89 aufgehört bei der Wismut und bin erst einmal unbezahlt freigestellt worden bis zur ersten Volkskammerwahl. Habe dann aber nicht wieder bei der Wismut angefangen. Hatte aber weiter mit der Wismut zu tun. Das gesamte Jahr 1990 zumindest noch mit. Aufgrund meiner Tätigkeit beim Rat des Bezirkes. Und war auch in der ersten DDR-Regierungskommission Uranerzbergbau, die da nach der Volkskammerwahl zusammengerufen worden ist, war ich mit dabei, sodass das Thema Wismut mich auch das Jahr, das zumindest 1990 noch mit begleitet hat. Also bist du dann so ein bisschen in, also das klingt so, als ob du so ein bisschen in eine politische Richtung dann gegangen bist, oder ganz bewusst, weil du zu DDR-Zeiten schon politisch auch dich da engagiert hast, oder eher, weil du, oder woher kam die Entscheidung jetzt tatsächlich bei der Wismut zu sagen, nee, ich möchte jetzt da nicht mehr direkt, also weiß ich, wann hat die Sanierung direkt begonnen, gleich irgendwie 1991 oder gab es dann noch so eine Übergangsphase? Natürlich hat es entsprechende Vorbereitungen und entsprechende Entscheidungsfindungsprozesse geben müssen, sodass Ende 1991 die Produktion eingestellt worden ist und mit der Sanierung angefangen. Das bedeutet aber nicht, dass Ende 1991 nur mit einem Schlag der Abbau eingestellt worden ist. Es musste ja für einen geordneten Übergang von Abbau zur Sanierung gesorgt werden, sodass da immer noch in verschiedenen Teilen abgebaut worden ist und insbesondere in dem Bereich Königstein, da hinten unmittelbar hinter der Festung Königstein. Im Elbtal gab es einen Abbau, dort wurde sehr in großem Umfang unter Tage gelaucht. Natürlich kann man da nicht einfach sagen, wir machen Schluss. Und da sind jetzt erst im vorigen Jahr die letzten Schachtanlagen abgebrochen worden, weil die Genehmigungen dort sehr, sehr schwierig waren. Also das ist so der Zeithorizont, um den es geht. Aber ich selber habe dann unter Tage nicht mehr gearbeitet und habe dann auch nach 1990 mit der Wismut über mehrere oder etliche Jahre nichts mehr zu tun gehabt. Und bin dann erst zur Vorbereitung Bundesgartenschau. Hatte ich wieder, nee, ich muss anders anfangen. Wir wollten im Rahmen des bergmännischen Wochenendes der Bundesgartenschau eine Veranstaltung durchführen, gemeinsam mit der Friedrich-Ebert-Stiftung zum internationalen Uranerzbergbau unter sowjetischer Hoheit. Das haben wir entsprechend vorbereitet, das war nicht ganz einfach und haben dann auch die Tagung durchgeführt. Da waren die Tschechen mit da. Da waren die Slowenen mit da, da waren die Ungarn mit da, da waren die Rumänen mit da, die jeweils aus ihren Erfahrungen hier in Gera berichtet haben. Und im Rahmen dieser Vorbereitung bin ich mit Leuten vom Bergbauverein Ronneburg in Kontakt gekommen und der damalige Vorsitzende, der auch der Gründungsvorsitzende war, das war der Eckhard Riedel, der im Übrigen ja auch angeboten hat, sich interviewen zu lassen, hat mich angesprochen, ob ich nicht Mitglied werden möchte und ob wir nicht zusammen weitermachen wollen. Von dem Zeitpunkt an habe ich dann im Endeffekt wieder angefangen, mich mit Bergbau näher zu beschäftigen und war dann von dem Zeitpunkt an auch im Bergbauverein Ronneburg mit aktiv. Das ist also der Hintergrund in der Zusammenarbeit. Ja, okay, alles klar. Das heißt, jetzt seit 2007 bist du da aktiv im Bergbauverein? Die Vorbereitung der Veranstaltung haben ja 2 Jahre gedauert. Ja. Das ist für solche internationalen Tagungen ja nichts unüblich, sodass ich wahrscheinlich Ende 2005 oder 2006. Und aber gab es irgendwie einen, also hat das was mit der Wende an sich zu tun, dass es so einen Bruch gab? Weil ich meine, du hast Anfang der 70er angefangen, das ist schon eine geraume Zeit bis 89. Also gab es da irgendwie einen, also woher kam dieser Bruch dann mit dem Bergbau, der ja, ich sage jetzt mal, relativ unüblich ist, oder? Also wenn man so. Ja, das stimmt. Das ist rein der Wende geschuldet. Ich habe mich dann politisch engagiert. Und damit war das Thema Bergbau erst einmal
Jetzt müssen wir mich jemand neu verkabeln. Alles gut? Damit war das Thema erst einmal nicht mehr ganz oben. Also ich sehe, wir springen nochmal auf den Bruch mit der Wismut, und weil es ist so direkt der Wende geschuldet und der politischen Zusammenhänge dann, oder gab es irgendwie, also... Ich habe mich vor oder während der Wende intensiv politisch in dieser Stadt engagiert und habe dort auch an verschiedenen Stellen mitgearbeitet und war dann auch aufgestellt zur Kandidatur Erste Volkskammer. Und insofern war es ganz, ganz schwierig, noch unter Tage zu arbeiten, deswegen noch die Freistellung. Ah, okay, verstehe. Nee, eigentlich verstehe ich es nicht. Warum ist das, warum, also wenn ich davon ausgehe, was ich bis jetzt an Interviews geführt habe, und da gibt es immer mal wieder dieses Thema von Partei und in der Partei sein und als Bergmann und als Wismut-Kumpel, als Verpflichtung in die Partei zu gehen. Viele haben sich da auch gewehrt oder viele, wie du, haben sich auch engagiert. Aber warum ist es dann so ein Widerspruch gewesen, wenn man sich politisch engagiert hat, im Untertage dann... Man muss die Zeiträume sehen. Wenn Wismut und Partei zusammengebracht werden, ist das in aller Regel SED. Genau. Ja, ich war auch nie in der SED. Okay. Und das, was da in der Wende war und das, was 89 gegründet worden ist, war die SDP. Und insofern habe ich natürlich noch alles das miterleben müssen, was politische Opposition zu DDR-Zeiten erlebt hat. Jetzt wird es doch richtig spannend. Auch bei der Wismut. Ich habe also auch das gesamte Repertoire mit gesperrter Lampe nicht einfahren dürfen und die netten Besuche von den Herren von der Staatssicherheit und alles das habe ich logischerweise live noch miterlebt und habe dann doch immer wieder Probleme gehabt, das zeitlich alles unter einen Hut zu bringen. Also, das war schwierig. Okay, sind dir regelrecht Nachteile? Also musstest du Nachteile erfahren, weil du eben nicht SED-Mitglied warst, sondern zu einer Opposition gehört nein, hast? Nein, das muss ich noch einmal ganz klar sagen. Erstens, ich betrachte mich nicht als den großen DDR-Oppositionellen. Das sah während der Wendezeit anders aus. Da bin ich sicherlich als solcher gehandelt worden und auch als solcher von der Staatssicherheit betrachtet worden. Aber ich war nicht der große DDR-Oppositionelle und... Ich hatte, zumindest aus meiner Sicht, auch nicht unmittelbar Nachteile, weil ich eben nicht in der Partei war. Und wer im Nachhinein sagt, bloß weil er nicht in der Partei war, hat er nur die großen Nachteile gehabt, das halte ich für überzogen. Natürlich gibt es Positionen, die wurden mit Parteileuten besetzt. Und das ging bei der Wismut bei den Brigadieren los in der Hauerbrigade. Aber wer ansonsten noch in der Partei war, in den Hauerbrigaden, das hat schon keine Rolle mehr gespielt. Wenn ich natürlich Karriere machen wollte, gehörte das bei der Wismut dazu. Die Wismut war im Übrigen ja aus meiner Sicht einer der ganz wenigen oder das einzige Unternehmen, was innerhalb des Unternehmens die Blockparteien grundsätzlich nicht zugelassen hat. Das ist aber traditionell so gewesen. So, aber Nachteile deswegen, na gut, nach dem Unfall hat mal die Diskussion gestanden zu studieren und da wiederum kam der Parteieintritt und das war mir ganz einfach. Unter der Gürtellinie, bloß wegen einem möglichen Studium in der Partei einzutreten, die ich sowieso nicht gemacht habe. Also politisch aktiv war ich von Anfang an und so haben wir im Endeffekt alle meine politische Meinung gekannt. Aber deswegen betrachte ich mich nicht als Oppositionellen in dem Sinne. Da gibt es andere. Unter anderem verweise ich da auf Michael Beleides. Den wir ja hoffentlich auch noch vor die Kamera kriegen wollen. Der hat zugesagt. Das ist sehr gut. Ja, weil das ist natürlich dann ein spannendes Thema, da sind wir dann halt doch wieder bei der Verknüpfung mit dem SED-Staat und bei dem Staat im Staate, Wismut. Aber worin, also hast du richtig Aktionen auch durchgeführt, so als also worin lag denn deine oppositionelle Tätigkeit, wenn ich das jetzt mal so, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber du weißt, glaube ich, was ich meine? Ich habe schon von August, September an mich hier beim neuen Forum mit engagiert in Gera und habe dann unmittelbar nach dem 7. Oktober
hier in Gera angefangen, die SDP aufzubauen. War in Gera das erste SDP-Mitglied und bin dort auch öffentlich aufgetreten. Und wir haben dann bei mir zu Hause im Kinderzimmer, haben wir dann die entsprechenden ersten Treffen gemacht und haben gegründet und. Ich war also zumindest was 1989 betrifft, hier im Wesentlichen der Vertreter der SDP, unter anderem auch am runden Tisch, und habe die gesamte Staatsauflösung mitgemacht, und ich war auch bei diesem Bürgerkomitee mit dabei, also alle diese Sachen, die da gelaufen sind, und bin dann Ratsmitglied, Rat des Bezirkes, allerdings erstmal ohne Geschäftsbereich geworden, und habe dann nach der Volkskammerwahl die Bezirksplankommission übernommen. Die Bezirksplankommission hatte unter anderem eine Abteilung für Wismutangelegenheiten, sodass ich damit automatisch wieder mit Wismut zu tun hatte. Und da hing auch das Büro für Territorialplanung mit dran, die da auch eine gewisse Rolle gespielt haben. Und die Bergsicherung hing noch mit hinten dran, Bergsicherung Ronneburg. Und es gab auch den geologischen Dienst des Rates des Bezirkes, die haben in Jena gesessen, sodass ich also auch immer wieder mit diesen Themen zu tun hatte. War im Übrigen eine hochinteressante Geschichte. Ich habe die Bezirksplankommission übernommen, die ja zu DDR-Zeiten eine relativ große Machtfülle hatte, und war dort auf einmal das jüngste Mitglied, was dort überhaupt rumlief, und war mit Abstand, mit weitem Abstand der am schlechtesten Ausgebildete, und habe die Leitung dort übernommen. Das war schön. Also ging es ja schon auch so ein bisschen um geschichtliche Aufarbeitung, weil du auch sagst, dass die ganze Stasi... Nein. Wer zu dem Zeitpunkt 89 sich mit geschichtlicher Aufarbeitung beschäftigen wollte, konnte das gerne tun, aber es ging schlicht und ergreifend darum, zu organisieren und sicherzustellen, wie das Leben weitergeht und wie eine deutsche Einheit mal gestaltet werden kann und soll. Das war zu dem Zeitpunkt viel, viel wichtiger wie die Diskussion über Geschichte. Und ich bedauere über weite Strecken, dass eine Vielzahl von DDR-Oppositionellen genau zu diesem Zeitpunkt sich mit dem Thema Staatssicherheit beschäftigt haben, ohne darüber nachzudenken, wie dieses Land weiter organisiert und regiert werden soll. Das war schade, weil uns insofern die moralisch legitimiertesten und aus meiner Sicht auch besten Köpfe für die Fortentwicklung der DDR und der deutschen Einheit gefehlt haben. Aber gehört das nicht zusammen, dass man sich mit, also Staatssicherheit weiß gar nicht, wie ich das bezeichnen soll, aber als das Credum der DDR, wo so viele, ich sage es jetzt ganz bewusst, darunter gelitten haben und was diesen ganzen Staatsapparat eigentlich auch ausgemacht hat, damit zu beschäftigen, genauso wie das irgendwie Jahrzehnte wir sind vorher jetzt, war. Wir sind jetzt in einen Bereich angekommen, der mit Wismut gar nicht mehr zu tun hat. Ja, wir sind jetzt schon wieder auf der politischen Ebene gelandet. Das ist so richtig. Aber denn wir kommen vom einen ins andere. Das ist die logische Konsequenz. Das ist so. Da kommen wir nicht drum herum. Aber wir haben uns eigentlich ja hergesetzt, um über die Wismut zu reden. Aber ich finde, das lässt sich für mich, warum es mir geht, ist auch bestimmte Zusammenhänge zu verstehen und so. Und die Wismut ist ein Beispiel, und wo sich ganz viel manifestiert hat und wo man ganz viele Beispiele ablesen kann, aber die natürlich sich in einer politischen Gesellschaft und in dieser politischen Zeit, also das hat ja alles was damit zu tun, das kann man ja gar nicht abkoppeln. Ja, und da muss man natürlich auch sehen, wenn man rückblickend von der DDR spricht. Wer so an die Sache rangeht, macht erstmal schon grundsätzlich einen Fehler, weil die DDR bis 1953 unter Stalin eine ganz andere DDR war wie in den 80er Jahren. Und die DDR unter Ulbricht bis Anfang und Mitte der 70er Jahre rein eine ganz andere Entwicklung genommen hat wie dann unter Honecker. Das hat weder mit Ulbricht noch mit Honecker was zu tun. Das waren ganz einfach ökonomische Bedingungen, die da gegolten haben. Und wer von der Wismut aus den 40er Jahren spricht, kann nicht gleichsetzen die Wismut aus den 80er Jahren. Nee. Es gibt also auch dort logische Entwicklungen, konsequente Entwicklungen, die sowohl das Unternehmen wie auch dieses Land grundsätzlich verändert haben. Und es ist im Nachhinein schwierig. Man muss dann immer noch die entsprechenden äußeren Rahmenbedingungen dazu finden und sehen,
um sowas überhaupt beurteilen zu können. Und ich warne davor, Geschichte vom Ergebnis her und nicht von der Zeit her zu beurteilen, an dem so passiert ist. Genau deswegen, ich glaube, das ist, glaube ich, der Grund, warum wir hier sitzen. Weil man das, also um nochmal auf den Aspekt zu kommen, Dinge im Zusammenhang verstehen zu können und dass man als jetzt Lebender oder wie ich oder meiner Generation, also mir fällt das sehr schwer, auch Geschichte nicht von aus einer heutigen Sicht zu sehen, weil also es ist ja genau, also wenn ich es nur aus der Zeit betrachten würde, dann würde ich ja für meine Zukunft oder für mein Jetzt eigentlich nichts lernen, weil ich glaube, das ist das Grundsätzliche, warum man sich mit Geschichte beschäftigt, dass man ja eigentlich auch aus dem, was damals passiert ist, wiederum Schlüsse ziehen kann auf das, wie ich mich zukünftig verhalten werde. Aber dennoch geht es natürlich darum, ich zu sagen, gebe, okay, ich gebe uneingeschränkt recht, aber dann kommt das große Aber. Ich darf dann auch nicht versuchen, im Nachhinein die Zeit dann moralisch zu beurteilen. Nee. Und insofern dann bestimmte Vorwürfe an irgendjemanden oder sonst wie zu machen, hättet ihr doch nur, das ist an der Realität vorbei. Ja, das sind wir auch bei der Zeit das, zuvor, wo es auch so problematisch ist. Und das ist das, was im Augenblick in meiner Alterskohorte vielen auf die Nerven geht, weil diejenigen, die die DDR entweder räumlich gar nicht gekannt haben und die politischen Verhältnisse gar nicht gekannt haben oder die sie aufgrund einer zeitlichen Ferne gar nicht kennen konnten, im Nachhinein erklären, wie sich derjenige oder diejenige oder sonst wer hätte 1952 oder 1962 verhalten müssen. Das geht den Leuten auf den Geist. Und da gehöre ich auch dazu. Ja, das ist das, was auch vor allen Dingen nach der Wende so, oder das höre ich auch immer wieder raus, dass das so viel passiert ist, dass man das verurteilt hat und verteufelt hat. Und natürlich geht man da in einen Bereich rein, wo man das Leben von ganz vielen Menschen einfach auf was, ja, also geringschätzt und abwertet und so. Und gleichzeitig gibt es bei mir auch immer wieder, das, was ich meine, immer wieder Momente, wo ich mich stoße, wo ich mich auch frage, Mensch, das ist, also, oder man kann Dinge schlecht auch nachvollziehen, wenn man natürlich nicht in der Zeit gelebt hat. Das wird mir wahrscheinlich später auch so gehen, in, weiß ich nicht, sagen wir mal in 30, 40 Jahren, wenn vielleicht es jemanden gibt, der mich über irgendeine Zeit interviewt oder über diese verrückte Zeit, in der ich jetzt lebe oder so. Und dann werde ich bestimmt auch konfrontiert werden mit, wie konntet ihr denn damals oder solche Sachen. Also ich glaube, das ist von Generation zu Generation, das lässt sich gar nicht vermeiden, glaube ich. Weil man möchte, also ich glaube, es kommt auch daraus, dass man ja verstehen möchte eigentlich, wie das damals ging oder warum man das damals gemacht hat. Und deswegen finde ich den Austausch einfach extrem wichtig zwischen den Generationen über die Wismut, aber auch natürlich automatisch über das politische System dieses Staates. Ich will noch mal andersrum anfangen. Das Selbstverständnis der Sowjets ab 1945 unter Stalin war, dass wenn sie nicht schnellstmöglich das Atombombenmonopol der Amis brechen, wenn sie nicht schnellstmöglich selber die Atombombe haben, ihre Existenz bedroht ist. Das war das Selbstverständnis. Ob das so ist oder nicht, darüber kann man jetzt trefflich streiten, das spielt aber überhaupt keine Rolle. Das Selbstverständnis von Stalin und von der Sowjetunion war einfach so. Man hat also alles unternommen, was möglich war, und auch alles das unternommen, was nicht möglich war, um dieses Monopol zu brechen. Stalin hat mit der Umsetzung des Atomprogramms Beria beauftragt und Beria war der sowjetische Geheimdienstchef, der bekanntermaßen nicht zimperlich war. Man kann sich streiten, wie viele Millionen Tote auf sein Konto gehen, der ist erst nach den großen Säuberungswellen Geheimdienstchef geworden, aber für die Brechung dieses Atombombenmonopols kam es auf 100.000 tote Muschiks und auf 10.000 tote Deutsche oder sonst was überhaupt nicht mehr drauf an. Überhaupt nicht mehr drauf an. Man hatte gerade einen Krieg hinter sich, gerade, da waren sowieso schon 20 Millionen gestorben. Was hat da noch eine Million mehr geschadet, wenn es um die eigene Existenz geht? Das muss man im Hinterkopf haben, wenn man über Wismut nachdenkt. Und man muss im Hinterkopf haben, dass Geld gar keine Rolle gespielt hat.
hat überhaupt keine Rolle gespielt. Die Wismut hat zwar bis einschließlich 1953 das Geld aus der sowjetischen Besatzungszone und von der DDR gekriegt, aber was die gebraucht haben, war da. Und da hat auch keiner über Geld nachgedacht. Uran, Metall, das war der entscheidende Punkt. Und die Sowjets haben alles dran gesetzt, das zu erreichen. Die einzige Stelle in der Tschechoslowakei, wo auch nach 1945 noch Russen waren, war Joachimsthal, weil sie dort Uran rausgeholt haben. So, und in Joachimsthal oder Joachimow ist das Uran abgebaut worden, erst von Sudetendeutschen, die dort eingesperrt worden sind, unter KZ-Bedingungen, die Buchenwald und Workuta vergleichbar waren. Später ist die politische Opposition verheizt worden und die tschechische Seite hat noch bis in die 80er Jahre mit entsprechenden Strafgefangenen gearbeitet. In Deutschland gab es eine ähnliche Entwicklung, weil Beria sich einen Chef für die Wismut raussucht, einen gewissen Maltsev, und der kommt aus diesem Workuta. Der kennt nichts anderes wie dieses Straflager. Und will, ist natürlich bestrebt, seine Erkenntnisse anzuwenden. Ja, natürlich. Und es gibt nie in der Geschichte monokausale Zusammenhänge, aber es gibt ein Schreiben vom 17. April 1947. Da wenden sich sächsische Gewerkschaftler unter Bezugnahme auf internationale Klassensolidarität an ihre sowjetischen Kollegen und zählen eine bestimmte Anzahl von Missständen auf. 47 war das. Ja, dieses Schreiben landet dann später relativ schnell bei Molotow. Und Molotow ist Politbüro-Mitglied und Außenminister und sorgt dafür, dass über Beria Maltsev dort eine entsprechend andere Haltung einnimmt. Und Maltsev geht auf die Gewerkschaftler zu und erklärt denen, ihr hättet euch doch nicht gleich an Moskau wenden müssen, wir können doch alles hier regeln. Das war sicherlich ein wesentlicher Aspekt. Von dem Zeitpunkt an ging es los. Es wurde festgelegt, dass eine warme Mahlzeit zur Verfügung gestellt wird und. Man hat also, sicherlich nicht nur wegen diesem Brief, das will ich überhaupt nicht sagen, aber es war einer der Punkte mit. Man hat also 47, dann 48 angefangen, dieses Zwangsrekrutierungssystem und dieses absolute Befehl und Gehorsam, die Strafen und was weiß ich alles. Das war der Ausgangspunkt für eine Entwicklung der Wismut, die von diesem Zwangssystem Richtung Anreizsystem gegangen ist. Man hat also dafür gesorgt, dass Ferienheime zur Verfügung gestellt werden, man hat dafür gesorgt, dass Wohnungen gebaut werden und. Und ich sage, sicherlich mit einer gewissen Berechtigung, dass dieses Schreiben, dass ich selber auch noch mit davon profitiert habe, weil die sogenannten Privilegien der Wismut zum Teil darauf noch mit zurückzuführen sind. Das hat sich durchgezogen. Das muss man doch irgendwo in den Zusammenhang sehen. Man muss ja wissen, worum es ging. Und natürlich haben sie sehr schnell gemerkt, dass ein qualifizierter Bergbau mit einer hochmotivierten, gut bezahlten Belegschaft viel, viel einfacher durchzuführen ist, wie unter Zwang. Natürlich haben sie sich dann noch alle in der Wismut gesandt. Und noch Molotow ist bei der Wismut eingefahren und hat sich seine Ergebnisse angeguckt. Und die Wismut war auch internationale, vorzeigbare Betrieb unter den Bedingungen, die hier geherrscht haben, unter den geologischen Bedingungen. Und ich hatte ja schon gesagt, ich war in der Bezirksplankommission. Ich bin 90 mit dem stellvertretenden Berghauptmann von Hessen und dem Leiter des Bergamtes Hessen-Weilburg eingefahren hier, Ronneburg, weil die Hessen das Oberbergamt für Thüringen mitstellen sollten. Na, die haben doch tatsächlich gedacht, wir hängen ja noch mit Schlägel und Eisen rum und waren dann zutiefst erstaunt, mit welcher Qualität und mit welcher Technik und Technologie hier Bergbau betrieben worden ist. Wir haben unter Ronneburg abgebaut, unmittelbar unter der Stadt, und in dieser ganzen Stadt gibt es keinen Bergschaden, keinen nachgewiesenen Bergschaden, weil Technik und Technologie so weit ausgereizt waren und festgelegt waren, dass es zu diesen Bergschäden nämlich nicht gekommen ist. Das war für viele gar nicht denkbar. Die Wismut ist versichert worden von Gerling, das war
Anfang der 90er Jahre einer der ganz großen Industrieversicherer, die sind hier im Revier gewesen. Die Aussage ist, solche Schächte, so moderne Anlagen gibt es im Ruhrgebiet nicht mehr. So war die Ausgangspunkt. Und natürlich hat das Selbstverständnis der SED im Wohle der Arbeiterklasse zum Beispiel dazu geführt, dass eines der ganz großen Projekte Trennung des Hauers vom Bohrhammer, um die Gelenkschäden zu vermeiden. Das ist dann aber auch umgesetzt worden, obwohl das nicht immer mit einer Produktivitätssteigerung verbunden war. Also auch solche Sachen hat es gegeben. Man muss da vieles differenziert betrachten und muss sich intensiv damit beschäftigen, um zu verstehen, was passiert ist. Ja, absolut. Das ist auch das, was ich immer wieder feststelle, wie vielfältig dieser Alltag auch ist und wie vielfältig bestimmte Bereiche wiederum sind und aus welchem Blickwinkel und über was man spricht. Und eine Verallgemeinerung ist da fast gar nicht möglich. Und dann muss man also, ist überhaupt nicht möglich. Durch die Hoheit des russischen des sowjetischen Geheimdienstes über die Bismut ist es natürlich so gewesen, dass dort die Geheimhaltung eine große Rolle gespielt hat. Das bezog sich nicht nur auf die Umweltdaten, das bezog sich auf Förderdaten und. Und natürlich war es auch so, dass unter Tage bei der Wismut oder bei der Wismut insgesamt immer jeder nur das gewusst hat, was für seine unmittelbare Arbeit erforderlich ist. Und alles das, was wir nun im Nachhinein erfahren haben und mit dem wir uns beschäftigt haben, haben wir zu DDR-Zeiten logischerweise gar nicht gewusst. Das war einfach so. Du kanntest deinen Weg zur Arbeit unter Tage, wusstest, wo du arbeitest, was du zu tun und zu lassen hast, aber mehr hast du im Endeffekt nicht gewusst. Du wusstest weder im Detail, wie viele Leute dort noch was produziert wird, noch welche Umfänge, das war alles mehr oder weniger unter Verschluss. Ja. Aber ich fand den Begriff, den du vorhin genannt hast, Anreizsystem, eigentlich sehr spannend. Also es ist eigentlich, das bezeichnet das, was es war, glaube ich, extrem. Also das ist irgendwie ein Begriff, der mir... Die Hauer Brigade bei der Wismut war im Verhältnis zur gesamten oder zu großen Teilen der DDR eine Gruppe, die rein nach Leistung bezahlt worden ist, wo nur Leistung gezählt hat. Und der Hauer Brigadier bei der Wismut war einer der ganz wenigen, die sagen konnte, mit denen arbeite ich nicht, da bringt die Leistung nicht. Da konnte Leute rausschmeißen. Das hat es vom Selbstverständnis her der DDR eigentlich nicht gegeben, weil der Leiter dafür verantwortlich war, mehr oder weniger, dass entsprechend intensiv gearbeitet wird mit den Kadern, sodass sowas nicht vorkam. Bei der Wismut ging das. Das ging aber auch bloß, weil die Russen dort nach wie vor mit drin waren und Erz gebraucht haben. Also ja klar, dann war das so das Totschlagargument schlechthin. Ja. Und Erz haben sie natürlich am besten dadurch gekriegt, dass jeder Einzelne, der gearbeitet hat, ein möglichst großes Interesse daran hatte, möglichst viel zu fördern. Und das hat man durch entsprechende Leistungsanreize geschafft, das hat man durch diese Brigadestruktur geschafft. Denn wenn ich in der Brigade arbeite, an einem Betriebspunkt, dann nützt es nichts, wenn ich 150% bringe, aber dafür die nächste Schicht bloß noch 70%. Und ich bin darauf angewiesen, was der vor mir macht und was der nach mir macht. Und wenn der vor mir Scheiße baut, muss ich es ausbaden. Und wenn ich Scheiße baue, muss der nach mir ausbaden. Also insofern ist dieses Brigadesystem auch ein Disziplinierungssystem, was ganz bewusst mit eingesetzt worden ist. Aber nicht im Sinne von Disziplin oder Staatsräson, sondern im Sinne von Arbeitsdisziplin und Leistung. Ja, das steigert sich natürlich, ne? Also wo ist denn da irgendwo der, klar, dass man seine Arbeit macht und so. Also wir sind jetzt bei einer Arbeitsstruktur oder bei einem Arbeitsbegriff, was wahrscheinlich so ein bisschen jetzt tatsächlich weiter wegführt. Aber das sehe ich heute auch, ob das jetzt zum Beispiel in meinen Strukturen der Fall ist. Da gibt es auch Leute, die extrem, oder wie beschreibe ich das? Naja, also es ging ja damals um eine Normerfüllung oder auch eine Übererfüllung der Norm. Aber wo ist denn da das Ende? Ne? Wo ist denn der, ich meine, wenn der andere jetzt vor dir 200% gibt und du dann nicht mithalten kannst, dann bist du halt irgendwie der Arsch. Ja,
Und das finde ich, ist halt schon einen Druck in so einer Brigade, wo man sich, klar, man kann sich gegenseitig hochschaukeln und dann kann das total beflügelnd und positiv sein, aber wenn du da nicht mithalten kannst, also empfinde ich das als, Das ist schon schwierig. Und der Umgang in der Hauerbrigade untereinander war immer ein Thema. Erstens der Umgang unter Tage, es gab nur das Du. Das hat von Anfang an natürlich die Auswirkung, dass der Umgangston sehr, sehr rau ist. Und es wurde mitunter auch sehr laut gesprochen, sodass man auch 100 Meter weiter noch jedes Wort verstehen konnte. Das gehörte auch dazu. Aber das war in vielen Fällen, nachdem das Thema ausdiskutiert war, war es vorbei. Und die Hauerbrigaden waren, je nach Größe, die kleinsten Brigaden waren 9 Leute, die größten um die 40, die waren in aller Regel auch aufeinander angewiesen und haben auch miteinander gearbeitet. Und machen wir uns nicht vor, es gab bei jedem mal eine Schicht, wo er einen Tag vorher zu lange im Wirtshaus war. Das war so, das wurde auch in einem bestimmten Umfang toleriert, solange wie es nicht regelmäßig passiert ist. Aber man hat schon darauf geachtet, dass man gute Leute hatten und im Bergbau ist es wie in jedem Beruf, es gibt bessere und es gibt schlechtere. Und man hat dann schon versucht, die besseren Leute zusammenzuhalten, um entsprechende Leistungen zu bringen und um Geld zu verdienen. Und es war das ist schon, aber das, also empfinde ich, wenn du davon so erzählst, das empfinde ich so als extrem unfrei. Also dass man, also entweder du sitzt halt mit dem Boot oder du steigst halt aus. Das war aber an jedem selber. Ja, genau. Es war niemand gezwungen, als Hauer zu arbeiten und es war niemand gezwungen, in absoluten Spitzenbrigaden zu arbeiten, wo es bloß im Laufschritt ging. Nee, aber wenn das System grundsätzlich so vorherrscht und ich mich bewusst dagegen entscheide, dann ist man ja auch in so einer Hauerbrigade oder überhaupt, da geht es ja schnell um Ansehen zum Beispiel. Also, ne? Also man ist doch ganz schnell raus einfach, wenn ich da nicht mitziehe und wenn ich da nicht. Ja, und das empfinde ich, ja genau, und das finde ich zum Beispiel als unfrei und das ist zum Beispiel für mich auch ein Zwang, der, also klar, du kannst dich halt frei entscheiden, aber das sind unsere Bedingungen und wenn du das nicht, also das ist ja trotzdem eine Art von Zwang, wenn ich sage, das ist mein Status, das ist meine Bedingung, wenn du mitmachst, machst du mit, wenn nicht, dann bist du halt raus. Also, ne, ist doch auch eine Form, also weißt du, was ich meine? Ist doch eine Form von Zwang. Ja, natürlich, aber du unterschätzt auch den Faktor Arbeit im Bereich der Selbstbestätigung, der spielt da mit rein. Ja. Und insofern ist, wenn die entsprechende Leistung gekommen ist, bei vielen auch die entsprechende Selbstbestätigung und im Übrigen auch die Verbindung zur Arbeit wiederhergestellt worden. Also man war dann in einem bestimmten Umfang auch stolz auf das, was man selber geleistet hat. Und das hat natürlich auch eine Rolle gespielt. Und der Begriff Aufschaukeln ist vielleicht gar nicht so verkehrt, mit der Konsequenz, dass man hinterher auch entsprechend gut verdient hat. Aber Ausgangspunkt nochmal ist das Geld verdienen wollen unter Tage. Wollte ich gerade sagen, wahrscheinlich seitdem es das Geld gibt, geht es ums Geld. Und es geht darum, wer hat das meiste und wie kann ich am, also das ist ja heute nichts anderes. Also stelle ich ja auch fest, bei Freunden, die irgendwie Kinder haben, die jetzt studieren gehen oder so. Es geht immer darum, eine Effizienz zu haben. Das Studium ist nicht mehr dafür da, sich auszuprobieren und sich zu finden auch, sondern das Studium ist nur noch dafür da, was kann ich danach damit arbeiten, wie viel Geld verdiene ich, habe ich einen sicheren Arbeitsplatz. Es geht eigentlich immer nur, also es sind immer nur wirtschaftliche, haben wir Besuch, wirtschaftliche Fragen und es geht immer nur um die Steigerung des eigenen Selbstwertgefühls, was ich auch gefährlich finde, also eine Selbstbestätigung über Arbeit. Ich finde, das macht ganz oft blind auch. Ne? Also man ist nur noch damit beschäftigt, wie viel Geld kann ich bei welchem Job wie verdienen und welcher Job ist denn überhaupt der, der sich am meisten rentiert? Da geht es gar nicht mehr, also das finde ich heute so. Also aus einer Generation, wo ich mit vielen Studenten natürlich auch zu tun hatte oder auch habe, die da wie angesteckt und wie infiziert sind. Und irgendwie weiß ich nicht, ob sich das aus dem Arbeiterbegriff der DDR auch ein bisschen manifestiert oder sich ergibt, weil man natürlich, auch wenn man selber jetzt nicht in dieser Zeit gelebt hat, aber natürlich von seinen Eltern da ganz viel mitbekommt oder so. Aber das empfinde ich oft als, und deswegen
ist das in meiner Ansicht so unfrei, wenn man, also dieses System von Brigade und dieser Druck und dieses, okay, jetzt müssen wir hackeln und arbeiten und machen. Ich glaube, so haben das die Anekdoten mal dort Beschäftigten nicht empfunden. Hm. Ich glaube, die sind da wesentlich lockerer mit umgegangen. Die haben auch einen Teil ihrer Selbstbestätigung daraus abgeleitet. Auch das ist normal. Ja, absolut. Aber sprich das nochmal zu Ende, weil ich finde, das ist eigentlich nochmal ein guter Bogen zu heute. Und in der Gesellschaft ist soziale Differenzierung notwendig, weil die entsprechende Kräfte zur Fortentwicklung freisetzt. Wenn aber eine soziale Differenzierung einen bestimmten Punkt überschreitet, sodass das Missverhältnis zwischen Arm und Reich von der Vielzahl der Beteiligten nicht mehr akzeptiert wird, wird es dazu führen, dass Gesellschaften umgewandelt werden müssen oder zerbrechen. Wir haben zu DDR-Zeiten erlebt, dass die soziale Differenzierung als Triebkraft nicht ausreichend war, weil sie politisch motiviert und kontrolliert war. Und wir erleben im Augenblick eine Entwicklung, dass soziale Differenzierung so weit betrieben wird, dass viele damit nicht mehr zurechtkommen. Es wird also auch hier Veränderungen ergeben. Es wird also hier Veränderungen auch notwendig sein. Die DDR hatte immer noch die Alternative Bundesrepublik Deutschland. Welche Alternative die Bundesrepublik Deutschland hat, weiß ich noch nicht. Das wissen wir auch noch nicht. Aber da warten wir mal ab. Im Übrigen, als gelernter DDR-Bürger möchte ich nochmal auf eins hinweisen. Wir haben im Bereich der politisch Andersdenkenden gewusst, dass Unsinn erzählt wird. Und zwar wurde Unsinn erzählt von 95% der Bevölkerung. Wahrscheinlich. Und wir haben werten gelernt, dass auch 95% natürlich Unsinn erzählen können. Und dass 95% Unsinn erzählen. Mitunter fühle ich mich heutzutage wieder an diese Situation erinnert. Da ist vielleicht das Stichwort Propaganda Verzerrung von Tatsachen und... Wir sind lange über der Zeit. Bitte? Wir sind lange über der Zeit. Ich glaube auch. Vielleicht ist das ein ganz guter Abschluss jetzt eigentlich. Dass wir nicht mal sehen, wohin es die BRD nun führt. Und die Europäische Union. Okay, dann machen wir hiermit Schluss. Ich bedanke mich bei Thilo Witzel. Das war ein sehr spannendes Gespräch, auch wenn wir schon wieder über der Zeit sind. Aber wie man von einem ins andere kommt und von einem kleinen Teil der Geschichte auf große Teile der Geschichte kommt, ist, finde ich, spannend. Und deswegen lohnt sich diese Arbeit, die wir hier machen. Und dieses Sofa. Ja. Vielen Dank.